Herzlich willkommen zum ersten Podcast hier. Wir sind die Erfurter Dualis, die einzig waren, und starten heute mit unserem neuen angedachten Podcast-Format, wo wir einfach ein bisschen über uns reden, über Studium reden, duales Studium und halt alles, was so ja, Studierende betrifft, hier in Erfurt. Wir, das sind einmal ich, der Silas, und auch heute mit dabei der... Das ist richtig, hier ist der Tommy. Ja. Genau, wir haben uns so ein paar Stichpunkte für heute rausgesucht, worüber wir einfach mal als Einleitung sprechen wollen. Genau, ganz entspannt machen wir das heute. Und wir wissen auf jeden Fall schon, geplant ist dann auch in diesem Podcast-Format das Ganze vielleicht noch ein bisschen auszubauen, hier und auch nochmal einen anderen Gast mit dabei zu haben. Heute, wie gesagt, Tommy und ich reden einfach mal ein bisschen, wie sind wir hier gelandet und wer sind wir überhaupt? Tommy, fang gerne mal an. Genau, nach deinen ganzen Gesprächen würde ich einfach das Wort übernehmen. Ich fange damit an, ich bin Tommy, haben wir schon mitbekommen. Studiere Marketingmanagement mittlerweile im fünften Semester, im dritten Jahr quasi. Und das heißt, für mich sind noch, glaube so 1,5 Jahre vor uns. Nicht nur glaube ich, also es sind 1,5 Jahre, wenn alles gut laufen sollte, vor mir. Und wie gesagt, ich studiere Marketingmanagement. Silas, wie sieht es bei dir aus? Wir sind nicht aus Spaß hier, sage ich mal so. Also wir beide, ich studiere auch Marketingmanagement. Bin zusammen mit Tommy seit Anfang an in einem Studiengang. Und wir haben uns einfach gedacht, wir haben jetzt noch 1,5 Jahre vor uns und da geht es jetzt auch so langsam in die Tiefe, wobei wir da sicherlich nochmal später drauf zu sprechen kommen und wollten jetzt einfach mal mit einem richtigen Projekt durchstarten, was jetzt unser Social-Media-Ding sein wird. Wir reden die ganze Zeit von duales Studium und Marketingmanagement, aber vielleicht wäre es auch mal interessant zu wissen, warum haben wir solche Sachen bzw. dieses Studium gewählt? Alles klar. Also... duales Studium. Wir beide studieren an der IU, Internationale Hochschule hier in Erfurt. Gibt's was weiß ich wie oft in Deutschland. Und wir beide halt eben hier in Erfurt ansässig, machen das Ganze auch als Präsenzstudium, das heißt wirklich vor Ort. Und hier befinden wir uns auch gerade tatsächlich. Wir sind hier gerade im Erfurter Campusgebäude. Wurde uns freundlicherweise der Raum hier zur Verfügung gestellt, um jetzt diese Aufnahme zu machen. Genau, duales Studium machen wir, das heißt wir arbeiten und studieren. Marketingmanagement, das heißt Werbung, Marktforschung, das sind so die Themengebiete, mit denen wir uns auseinandersetzen und halt jetzt dann auch vertieft in den nächsten Semestern mit einerseits dem Vertrieb und auch dem Social Media Marketing, beziehungsweise Online Marketing als Ganzes. Genau, also die Beweggründe dahinter sind schon mal ganz cool. Ich kann von mir aus sagen, warum habe ich dieses duale Studium auch gewählt? Das liegt einfach daran, ich kenne Leute, die haben schon an der IU studiert. Damals hieß die IU noch IUBH. Wir haben auch mit der IUBH gestartet. Und da kenne ich einfach noch voll viele Leute, extrem viele Leute. Ich glaube, mindestens 5, 6 Leute, die an der IU studiert haben. Und eine Person hat mich auf die IU gebracht. Also auch wirklich, ja, out of nowhere. Und seitdem studiere ich auch Marketingmanagement. Und es war einfach nur ein Zufall, dass die Person, die damals auch studiert hat, auch Marketingmanagement studiert hat. Das war wirklich alles reiner Zufall. Und duales Studium war für mich von Anfang an, es muss ein duales Studium sein. Für mich kam ein reines Schule 2.0 einfach nicht in den Sinn. Und eine Ausbildung, da war mir einfach mein Abitur zu schade dafür. Also ohne jetzt mit irgendwelchen Stereotypen reinzugehen, asiatische Eltern, wenn sie sagen, hier... Der Junge, der hat ein Abitur gemacht, der Junge muss auch studieren gehen. Leicht wurde ich damit beeinflusst, aber ich muss ehrlich sagen, ich stehe auch komplett dahinter. Wer die Ausbildung macht, kann sie gerne machen, aber für mich, ich wollte einfach gerne in die Richtung Studium gehen, vor allem mit einem Abitur. Also auf jeden Fall meine Sache. Wie sah es denn bei dir aus? Also die Motivation fürs duale Studium ist eigentlich an sich genau dasselbe. Für mich gab es halt in erster Linie die Auswahlmöglichkeiten Ausbildung und Studium ganz normal. Bis sich dann halt auch das duale Studium für mich erst aufgetan hat. Ich finde, davon hört man gar nicht so oft, wenn man nicht gerade zufällig halt eben ja schon Leute kennt, die sowas getan haben oder sich aktiv auf Messen damit auseinandersetzt. Aber sonst in der Schule von Lehrern und so kann ich immer nur Ausbildung oder studieren. Und auch, ja, ich bin zwar gerne in die Schule gegangen, war da jetzt auch nicht schlecht, sonst würde ich nicht hier sitzen. aber nochmal rein Studium, besonders viel auch Selbststudium, Eigenverantwortlichkeit bis zu einem gewissen Maße, wusste ich jetzt nicht, ob ich da jetzt so gut mit umgehen könnte. Und besonders der Praxisteil, den ich mir gewünscht habe,
ja, hat das duale Studium perfekt vereint. Also Ausbildung kennt man ja sicherlich, liegt der Fokus noch mehr auf dem Praxisteil. Und da ist duales Studium eigentlich doof gesagt, genau die Mitte dazwischen. Nur, dass man halt den akademischen Abschluss eines dualen Studiums hat, eines normalen Studiums hat. Aber währenddessen, so wie auch bei uns, unser Studium dauert ja 3,5 Jahre, wir auch die Möglichkeit haben, schon Praxiserfahrung zu sammeln. Genau, das war eigentlich ausschlaggebend. Und dann, du hast zwar gesagt, du kanntest schon viele, die das schon gemacht haben, dabei sind, wie auch immer. Ich kann tatsächlich gar keinen, besonders nicht hier an der IU. Ich bin eigentlich nur auf die IU gekommen. Da jetzt mal, doof gesagt, Props ans Produktteam oder Marketingteam. Aber wenn man duales Studium googelt, dann ist die IU schon gut mit dabei. Da ist es eins der ersten Vorschläge. Oh, Stimmbruch. Und einfach ein super breites Angebot. Also Marketing, die Richtung, da war ich mir schon relativ sicher, das wäre jetzt so der nächste Punkt. Warum Marketing? Gehe ich gleich mal drin über. Die Richtung war mir schon klar, ein bisschen gestalterisch. Ne? Das ist ja auch dasselbe Cluster, Marketing, Mediendesign und was ist jetzt das Neue? Kommunikation und PR. PR, genau. Also Public Relations. Aber Marketing hat sich dann einfach durch die Infoblätter so ergeben und auch durch die Befragung von anderen Leuten, dass es einfach eins der breitesten Felder ist, wo man sich in alle Richtungen weiterentwickeln kann. Was man ja hier teilweise auch sieht, weil klassisch ist das ja eher schon fast eine Mediengestalteraufgabe, so ein Podcast. Aber weil wir Marketing machen, können wir es trotzdem machen, so mäßig. Und ja, denke, ich kann mir damit einfach viele Möglichkeiten offen halten. Und ja, bis jetzt kann ich mich auch nicht über meine Themenwahl beschweren. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Also ich kann mich auf jeden Fall erstmal auch nicht beschweren. Ich hatte Marketing anfangs noch gar nicht, ja, also vom Studium hatte ich die Idee gar nicht schon lange gehabt. Ja, also ich hatte lange Zeit damit gehabert, IT vielleicht zu machen, Informatik. Hatte auch nicht kürzlich, eine ganz kurze soziale Arbeitphase und bin ganz, ganz letztendlich auf Marketing gestoßen. Aber Marketing ist auch das, was mir am längsten im Kopf geblieben ist. Deswegen wusste ich, das war die richtige Entscheidung. Man hat mir das eigentlich schon früh angesehen, dass ich ein guter Marketingmanager sein oder werden sollte. Also ich sag da jetzt einfach mal so. Ich behaupte es einfach mal. Relativ viele Leute haben mir halt gesagt, du bist sehr präsent, du bist sehr, du hast einen großen Wiedererkennungsmerkmal. Und das, ja, das war somit eines der Gründe, wo ich dann am Ende auch gesagt habe, das wird so sein. Das muss es auch sein. Du meinst quasi, dich übersieht man nicht so schnell. Nee, das werdet ihr auf jeden Fall nicht. Also wenn ihr mich irgendwo in der Masse verlieren werdet, dann werdet ihr mich hundertprozentig innerhalb von 5 Sekunden wiederfinden. Aber das ist halt so eine Sache. Ich habe Marketingmanagement gewählt. Meine Eltern haben ein Restaurant, verkaufen ihre Sachen. Das wäre theoretisch auch so in vertriebliche Richtung. Marketingmanagement, verkaufen, alles drumherum. Und ich wollte aber tatsächlich diese Dienstleister und diese Produkte nicht so richtig weiterverkaufen mit Gastronomie und war trotzdem schon immer sehr, sehr durch diese Psyche von Menschen gespannt. Warum kauft er das? Warum passiert das? Warum ist die Farbe rot vor allem so penetrant, dominant? Also auch so unbewusste Beeinflussung. Genau, und das hat mich auch schon als kleines Kind damals wirklich, also das sind jetzt keine Geschichten, die ich mir aus dem Nähkästchen rausziehe. Nein, im Gegenteil. Also ich habe mich auch schon immer gefragt, warum greife ich denn immer lieber zur Milka-Tüte oder Milka-Schokolade anstatt zu den No-Name-Produkten. Ja, das war immer so meine... Echt mal, stellt euch das mal vor. Tommy, zarte 7 Jahre alt, kauft sich von seinem Mittagsgeld eine Tafel Milka und denkt sich erstmal... Warum kaufe ich jetzt eigentlich die teuren Markenprodukte? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vor allem, wenn du dann irgendwann 12 bis 13 bist, du merkst es ja nicht immer sofort. Später denkst du so, meine Freunde kaufen sich jetzt alle Nutella und ich habe mir immer diese Billig-Nougat-Dinger geholt. Das war ja auch so ein kleines Projekt, das wir damals in der Schule hatten. Und spätestens da sollte mir eigentlich klar gewesen sein, Marketing soll es für mich werden. Das war einfach so gedacht. Und Marketingmanagement, also ich habe mich auch schon mal nach anderen rein Marketing-Studiengängen interessiert, aber Marketingmanagement, also BWL, wird wahrscheinlich immer gebraucht, auch wenn es eines der größten Studiengänge in Deutschland sein wird, bestimmt ist, ja. Aber ja, und auch an sich, also selbst wenn es nicht der größte ist, auf jeden Fall einer der beliebsten. So. Genau, und auch wenn
wenn ich jetzt mit dem Marketing nicht schaffen sollte, also hoffentlich natürlich nicht, habe ich immer noch die Variante des BWL-Abschlusses irgendwo dahinter. Mhm. Und da finde ich diese Mischung von BWL und Marketing durch die ganzen psychologischen Aspekte einfach überragend. Deswegen habe ich mich letztendlich auch fürs Marketingmanagement entschieden. Oh, ganz interessant. Also du meintest jetzt auch zum Beispiel, dass du durch deine Eltern beeinflusst warst. Ich glaube, da bin ich auch wieder fast genau das Gegenteil zu. Also durch meine Eltern hatte ich da null Kontakt zu, weil weder so wirklich ihre Arbeit an sich noch ihr Arbeitsfeld da reinpasst. Mhm. Also ja, bei mir hat sich das eigentlich voll durch persönliches Interesse und vielleicht auch Hobbys ergeben. Also Marketing Management und ich habe jetzt auch die Vertiefung gewählt, Sales, also den klassischen Vertrieb. Tatsächlich kenne ich das aber zum Beispiel durchs Hobby Social Media Marketing. Heutzutage kennt das jeder, aber da ist es tatsächlich so gewesen, ich hatte schon mit, weiß ich nicht, wie jung ein YouTube-Account, wo es eigentlich auch noch illegal war. Da gab es in den YouTube-Richtlinien, ich glaube, das gibt es sogar immer noch, du darfst erst ab 13, es sei denn, deine Eltern stimmen irgendwie zu. Ja, oder also so. Mit 11 habe ich das auch gemacht und ich habe auch so getan, so würden meine Eltern da zustimmen. Auch schön immer hier, ich bin 1976 geboren oder so. Aber halt solche Sachen hatte ich mich ziemlich früh mit auseinandergesetzt. Natürlich einfach auf die ja normale quasi äußere Sicht, im Sinne von, ich konsumiere das nur. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch, zum Glück ist das alles nicht mehr online, ziemlich früh angefangen, irgendeinen Content zu erstellen. Von daher hat mich sowas wie Content Creation, also so ähnlich wie wir es auch hier machen, immer ziemlich interessiert. Was auch da wieder augenscheinlich eher in Mediendesign nur reinfällt, aber es ist enger miteinander verbunden, als man vielleicht denkt. Deshalb vielleicht auch ein interessanter Hinweis für Leute, die sich gestalterisch interessieren, aber sich noch nicht ganz sicher sind, ist Marketing auf jeden Fall einen Blick wert. Und ich denke, das beweist nicht nur so, wie wir es bei uns privat anwenden können, sondern auch solche Sachen wie, was wir im Studio machen. Ne? Also wir haben ja hier und da schon, sei es ein Startup entworfen, und da zählt halt auch das Design mit dazu, was wir entwerfen. Oder das Logo zu jeder Gruppenpräsentation, einen Namen ausdenken, all solche Sachen. Ich glaube, auf solche Sachen können wir auch auf spätere Podcasts mal gerne eingehen, falls sich das gewünscht wird. So ein paar interessante Arbeiten, die wir vielleicht geschrieben haben oder so. Ja, das werde ich auf jeden Fall nicht meine wissenschaftliche Arbeit rauskramen. Nein. Okay, super. Jetzt haben wir uns schon mal ein bisschen darüber unterhalten, warum wir studieren, vor allem das duale Studium und Marketingmanagement. Vielleicht stellen wir uns mal auch ganz kurz auf einer privaten Ebene vor, auf einer persönlichen Ebene vor. Und da sehe ich auch schon wieder unseren ersten Kontraste, denn ich bin nicht die ganze Zeit in Erfurt gewesen. Ich komme aus einer ganz, ganz kleinen Stadt. Na, ganz klein kann man nicht sagen. Bad Frankenhausen sagt es vielleicht dem einen oder anderen. Ungefähr 60, 70 Kilometer entfernt und bin für das Studium hierher gezogen. Ich habe tatsächlich mal eine kurze Zeit als Kind hier in Erfurt gewohnt. Aber den Großteil meiner Kindheit habe ich in dem kleinen Dörfchen Bad Frankenhausen und beziehungsweise in der kleinen Stadt Bad Frankenhausen verbracht. Und das ist halt auch sehr interessant zu wissen. Also 60 Kilometer sind jetzt für einen jungen Menschen eine große Distanz. Dass mich trotzdem die IU in Erfurt so sehr interessiert hat, dass ich aus meinem Heimatdörfchen rauskomme in diese Gegend hier. Was heißt so sehr interessiert? Vielleicht ist es halt auch einfach so, aktuell zumindest, ist es irgendwo noch so ein bisschen alternativlos im Sinne von, noch hat die IU, klar, das duale Studium, muss man so sagen, ist immer mehr im Trend, habe ich zumindest das Gefühl. Aber aktuell hat die IU die größte Auswahl und auch so das flexibelste Angebot. Mhm. Ja, wir haben ja auch solche Sachen wie noch, also die IU virtueller Campus. Ja. Wobei wir natürlich uns jetzt hier eher auf Erfurt beziehen wollen. Genau. Aber genau, also ich bin kein gebürtiger Erfurter, ich bin keine Erfurter Puffbohne tatsächlich. Wenn du so aussiehst. Ja, danke dir. Aber sie, das ist bestimmt eine ganz andere Meinung. Ja, was heißt andere Meinung? Ich bin halt geboren, aufgewachsen in Erfurt, nie groß umgezogen, bin immer relativ zentral auch in die Schule gegangen. Also die Innenstadt und die Altstadt vor allen Dingen ist so, ja, das, wo ich aufgewachsen bin. Von daher auch die IU, liegt ja hier relativ zentral, ist für mich ein Katzensprung entfernt. Ja, hatte jetzt noch nie groß das Verlangen, unbedingt in eine andere Stadt zu ziehen oder sowas. Es gibt Leute, besonders nach dem Abitur, die haben übelstes Fernweh. Ich habe mich da jetzt nicht dazu gezählt. Bin ich vielleicht ein Stubenhocker oder so? Genau. Und prinzipiell gibt es dann doch, Erfurt ist ja eine Studentenstadt,
relativ viele, wenn es nur um Studium geht oder Ausbildung, relativ viele Alternativen. Aber wie gesagt, bin ich dann relativ schnell doch bei der IU gelandet. Genau. Super. Dann haben wir auch schon mal ganz kurz unsere persönliche Ebene abgeklappert. Was sind denn auch unsere Pläne für die Zukunft? Richtig. Hast du denn schon einen Plan oder haben wir schon einen Plan? Genau, wir haben tatsächlich schon Pläne, zumindest grobe Pläne, was wir vorhaben, einerseits mit dem Content, was wir euch, beziehungsweise wem wir überhaupt unsere Zielgruppe sehen, wem wir was bieten wollen. Und zwar einerseits bezieht sich das besonders jetzt aktuell erstmal auch auf die Leute, die schon bereits studieren, an der IU studieren, um einfach so ein Outlet zu haben, untereinander zu connecten und auch einfach, ja, Events, Beiträge zu teilen, solche Sachen. Aber auch, ja, die Leute einfach fürs duale Studium zu begeistern, zu informieren. Denn besonders uns, wir studieren Marketingmanagement und da fällt uns natürlich als erstes auch auf, die IU an sich ist zwar stark vertreten, aber die IU in Erfurt hat noch kein so richtiges Outlet gehabt einfach. Mhm. Im Sinne von, dass man einen Wiedererkennungswert hat oder irgendetwas, wo man die IU speziell in Erfurt wiederfindet. Da kann ich auch ganz genau das Gleiche sagen. Also ich, wenn ich meinen Freunden sage, ja, ich studiere an der IU dual, fragen die mich so, IU, wo ist denn das denn? Erfurt? Weil die meisten, die werden wahrscheinlich an sowas wie die Universität denken oder die Hochschule, die Fachhochschule. Aber an die IU, obwohl sie eines der größten Hochschulen hier mit ist, an die denkt keiner so richtig, wirklich. Und das ist halt schon sehr schade, wenn man halt bedenkt, man studiert hier und man erzählt davon und dann hat keiner so eine richtige Ahnung und eine richtige, ja, Verbindung damit. Ja. Auch wenn sie nicht damit studieren, aber das ist halt, wäre halt schon cool gewesen, dass einige Leute es wenigstens wahrnehmen können. Richtig, genau. Und ich meine, für uns, wir merken es jetzt auch in letzter Zeit, aber auch in nächster Zeit, wird es immer mehr Sachen geben, wo es sich auch einfach anbietet, euch da mitzunehmen, drüber zu informieren, was einfach interessant ist. Seien es Veranstaltungen, interessante Termine für Studenten, aber auch für Interessenten vielleicht. Deshalb haben wir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Deshalb sitzen wir jetzt hier und fangen einfach an. Plan, kannst du vielleicht noch weiter drauf eingehen, ist einerseits prinzipiell, beziehungsweise konzentriert auf Instagram und YouTube-Videos. Instagram? Genau. Instagram, ohne halt wirklich zu viel vorwegzunehmen, wir hatten einen kleinen groben Plan gehabt, euch natürlich zu entertainen, informieren und natürlich auch so einen kleinen Humor mit drin zu nehmen, damit wir auf unserer Seite uns natürlich persönlich weiterentwickeln können, aber auch ihr nicht, ja, wie kann man es am besten sagen? Na, von der Uni, abgesehen von Studieninhalten, ausgegrenzt seid. Exakt. Weil aktuell hatten wir auch das Gefühl, wenn man nicht direkt danach sucht, ist es schwierig, über alle Events zum Beispiel informiert zu werden. Perfektes Beispiel, Kickerkeller, das können wir ja schon so sagen. Genau. Das ist ja auch was Regelmäßiges, was stattfinden soll. Also ich kann von mir aus sagen, ich habe da vielleicht bin ein bisschen voreingenommen. Ich bin nämlich in den ganzen Planungsgruppen mit dabei. Ich bin Studierendenvertreter von meinem Kurs und bin in den ganzen organisatorischen Teil mit dabei, aber jemand, der halt 0815 studiert, in Anführungsstrichen, wie du beispielsweise, der nicht in den, ja, sag mal, danke, nicht so, der halt nicht in den Planungsgruppen ist, der kriegt halt davon nichts mit. Oder halt nur bedingt mit, weil E-Mail-Verkehr ist schön und gut, aber bin ich ganz ehrlich, wäre ich ein normaler Typ, guck einmal in 2 Monaten in meine E-Mails rein, egal wie wichtig sie sind. Nur für die Prüfung. Ja, genau, für die Prüfung geführt, damit ich sehen kann, oh verdammt, ist das jetzt eine 4-0 gewesen, habe ich gerade so bestanden noch? Nein, aber auf jeden Fall ist dieses Medium für uns, ich glaube, ich spreche auch für relativ viele Studierenden, einfach outdated. Ja, und da ist dieser Social-Media-Auftritt für uns umso wichtiger. Und auch einfach eine super schnelle Möglichkeit, genau, um noch Leute zu informieren, weil ich ohne jetzt extra eine Mail zu verfassen oder ähnliches, ist es halt einfach direkt und man kann es auch indirekt aufnehmen, was, denke ich, auch ganz gut ist. Genau, ich kann ja auch diesen ganzen administratorischen Aufwand dahinter, man plant was, dann muss man was gestalten. Klar, es ist für das Video das Gleiche, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber die Reichweite, die man damit direkt erreicht, ist auf jeden Fall viel, viel höher als durch E-Mail-Kontakt, WhatsApp-Kontakt oder halt meine ganze Hund-Nachricht in alle Gruppen zu senden. Deswegen, genau, wird das unser Plan sein. Wir werden natürlich nicht nur auf Instagram sein,
Silas hat schon für Facebook angesprochen, aber natürlich auch sowas wie LinkedIn. Das ist, glaube ich, so ein kleines Business-Ding, also für die Consumers, also für euch. Eher unwichtig. LinkedIn ist dann halt einfach wirklich zum Beispiel, wenn wir eine Veranstaltung hatten oder mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeiten, dass man das da halt auch teilen kann. Facebook wird ähnlich dann gehandhabt werden wie Instagram, hauptsächlich als News-Plattform. Und auf YouTube wird man dann hauptsächlich den Podcast finden und vielleicht andere längere Videos für kurze Clips, Video-Einblicke gibt es aber auch genauso auf Instagram. Genau. Und auch noch ganz wichtig, wir sind im 5. Semester. Das heißt, wir sind nicht mal unendlich lange hier, soll aber nicht heißen, dass das Projekt mit uns enden soll. Wir hoffen natürlich auch, wenn neue duale Studenten Interesse daran haben sollten, dass die bestmöglich auch hier mit eingebunden werden können und das auch übernehmen können. Also auch wenn wir jetzt das Projekt noch ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre noch unterstützen, werden wir nicht das Gesicht von den Erfurter Dualis sein, sondern wir sind vielleicht die Gründerväter, kann man so ganz doof sagen, aber es soll was Längerfristiges werden, was uns auch überdauern wird, hoffentlich. Das ist so die Zielstellung. Wir denken auf jeden Fall, dass es auch einfach irgendwo einen Mehrwert hat, sei es für euch, für uns, nicht nur, dass wir irgendwas haben, womit wir unsere Zeit füllen können, sondern auch, ja, was uns zum Beispiel im Studium als Studieninhalt begleiten kann. Genau. Und außerdem halt den praktischen Mehrwert. Wir haben es angesprochen, News. Kickerkeller wäre so das Erste. Wir können ja nochmal einfach ein paar konkrete Beispiele nennen. YouTube ist halt dieser Podcast. Dann planen wir noch ein paar Podcast-Interview-mäßige Videos. Da werdet ihr aber früh genug noch drüber informiert, wo es vielleicht auch ein bisschen hinter die Kulissen geht. Auf Instagram wird es halt eben die angesprochenen News-Beiträge geben, sei es Kickerkeller, andere Veranstaltungen. Jetzt am Wochenende, zumindest wenn wir das aufnehmen, wer weiß, wann das veröffentlicht wird, findet auch im Kickerkeller zum Beispiel die Halloween-Party statt, wo auch die IU direkt mit eingeladen ist, doof gesagt, also die Studenten mit eingeladen sind. Genau, und ab nächsten Monat, November, fängt bei uns auch wieder der Meteor Campus an. Das heißt, alle, die noch nicht bei uns studieren, aber sich zum Beispiel mal das Gebäude angucken wollen, einfach mal ein bisschen mehr wissen wollen, können sich ab da wieder ja einmal pro Woche hier versammeln bzw. anmelden und sich einfach mal ein bisschen umschauen mit uns. Genau, so ist das. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, nicht nur das Studium und die Gebäude kennenzulernen, womit wir, was ich auch relativ cool finde, ich sage jetzt nicht werben, aber wir haben ein ungemein familiäres Feld eigentlich. Wir versuchen jeden zu duzen, also egal, ob es jetzt unser Kollege, der Steffen ist, der relativ alt ist, oder halt wir mit unseren jungen 20 Jahren, 21 Jahren. Wir versuchen auf jeden Fall auf der Wellenlänge, aber auf Augenhöhe zu sein. Und das ist halt echt cool. Also kommt vorbei, duzt uns am besten auch, siezen, da fühle ich mich zu jung und andere Leute fühlen sich zu alt wieder dafür. Genau, es wird so sein, dass ihr auch uns kennenlernen könnt. Richtig. Genau, so, Tommy, hast du noch was Interessantes? Ist dir noch was eingefallen, worüber du reden willst? Nee, ich glaube, ohne jetzt zu viele Themen vorwegzunehmen, es ist auch relativ wichtig, dass viele Themen auch für die Zukunft noch offen bleiben. Falls es natürlich Sachen gibt, die euch interessieren sollten, nehmt sie gerne mit, wir nehmen sie auf, stellen die Fragen einfach in den Podcast und diskutieren drüber. Sind relativ weltoffen, also ich kenne Silas nicht nur durch die Arbeit, sondern auch privat. Und wir reden auch gerne über solche Themen, egal wie abstrus die tatsächlich sein sollen, sollten, aber wir reden sehr gerne über Themen, über jede möglichen Themen. Eins quasi Themenvorschläge gerne in die Kommentare. Kurz gesagt. Genau. Ansonsten, wenn du die Anmod gemacht hast, mache ich die Abmod. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses ganz, ganz kleine Projektchen. Falls was sein sollte, gebt uns gerne noch mal ein paar Vorschläge. Ansonsten wünsche ich euch einen super, super angenehmen Tag. Bis dahin. Haltet die Augen offen. Instagram, YouTube und Abmod. Gebt ein Like. Bis dann. Ciao, ciao.